Ich erlebe immer wieder, wie viele Menschen sich in ungünstigen Umständen einrichten, unzufrieden sind, aber auf Nachfrage dann sowas sagen wie, ja, so ist es halt. Während andere irgendwie hungrig nach mehr sind, aktiv ihr Leben gestalten und nach Wegen suchen, ihre Ziele zu erreichen. Und der Unterschied ist nicht der, dass die einen vom Glück gesegnet, während die anderen vom Pech verfolgt sind. Der Unterschied ist vielmehr in ihrem Mindset zu finden, zumindest zu großen, großen Teilen. Also in der Haltung, mit der wir durchs Leben gehen. Und da möchte ich dir heute mal 7 Tipps mitgeben, wie auch du in so ein Macher-Mindset kommst. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt alle nach Geld, Ruhm und Popularität streben sollten, sondern damit meine ich, wie du es schaffst, wirklich die von dir selbst gesteckten Ziele zu erreichen, sodass du mit deinem Leben einfach zufrieden sein kannst. Und was das für Ziele sind, ob das jetzt das ruhige Leben mit Kumpels in der Kommune ist, ist ja völlig egal. Aber auch dieses Leben wird dir nicht einfach so zufliegen, sondern du musst etwas aktiv dafür tun. Du musst es gestalten. Und dafür jetzt die folgenden Tipps. Nummer 1. Nimm die Situation an. Und falls du meine Videos schon länger kennst, dann kennst du wahrscheinlich auch diesen Tipp. Ich muss trotzdem immer wieder damit anfangen, denn Akzeptanz, das ist die Basis, die Ausgangslage für jede Veränderung. Nur wenn wir die Situation annehmen, können wir sie eben auch gestalten und verändern. Das heißt, überlass es den anderen, ewig immer nur zu jammern und zu hadern und gegen die Umstände anzukämpfen und immer wieder zu sagen, das will ich aber nicht und das ist blöd. Und versuche du, dieses Mindset aufzubauen von wegen, okay, es ist jetzt so. So ist das dann halt jetzt. Was mache ich damit? Weil du siehst, automatisch, sobald du die Situation akzeptierst, richtet sich dein Blick auf den Ausweg, auf die Lösung, auf die Zukunft, auf wie gehe ich jetzt damit um. Mein zweiter Tipp lautet, bleib optimistisch. Und auch hier gibt es großes Missverständnispotenzial. Viele Menschen glauben immer, Optimisten, das sind diese Menschen, die irgendwie immer nur rosa Einhörner und Glitzerstaub sehen. Aber das ist natürlich Quatsch. Optimisten können genauso schwere Zeiten durchmachen. Und sie können die Schwierigkeiten und Probleme auch sehen und spüren und akzeptieren, dass die Dinge vielleicht gerade bescheiden sind. Der Unterschied ist der, dass sie daran glauben, dass die Dinge auch wieder besser werden. Sie ziehen sich nicht mit ihrer Schwarzmalerei weiter runter, sondern sie bauen dadurch diese Zuversicht auf. Es kann wieder besser werden, es wird wieder besser werden. Und auch hier wieder, du merkst direkt, wenn du das eine Mindset hast, die Schwarzmalerei und dieses, so sind die Dinge halt und es wird sowieso nicht besser, es wird nur noch alles schlimmer und wer weiß was, ja, dann richte ich mich eben auch ein in den Umständen und bleib unzufrieden. Aber wenn ich diese Zuversicht habe, diesen Optimismus, der mir sagt, nein, es wird wieder besser, gerade ist die Situation blöd, aber es kann wieder besser werden für mich. Auch dann gucke ich automatisch wieder mehr nach dem Weg raus aus der Situation, den Weg hin zu meinen Zielen. Und da wären wir auch schon bei Punkt Nummer 3, kenne deine Ziele. Denn nur wenn wir uns mit unseren Zielen beschäftigen, wenn wir wissen, was uns wichtig ist, können wir ja auch dafür sorgen, diese Ziele zu erreichen. Und wenn wir uns nie so richtig mit unseren Zielen auseinandersetzen, dann ist die Gefahr einfach ganz groß, dass wir einfach den Zielen anderer Menschen blind folgen und hinterherrennen. Das, was irgendwie vorgegeben und vorgelebt wird. Und das kann dazu führen, dass wir in einen wahnsinnig eifrigen Aktionismus verfallen und ganz, ganz fleißig irgendwelche diesen Zielen hinterherrennen. Nur sind es eben nicht Ziele, die für unser Leben eine Bedeutung haben. Und deswegen sind es oft auch nicht die Ziele, die uns zufrieden machen. Und ich weiß, das ist nicht immer so einfach. Und es ist auch völlig normal, auch mal längere Phasen im Leben durchzumachen, wo man eben nicht so genau weiß, wo will ich eigentlich hin? Was sind denn meine Ziele? Das ist in Ordnung, solange wir diesen Blick nach innen, diesen Zugang zu uns selbst nicht verlieren. Uns also immer mal wieder fragen, wirklich, ist es das, was ich will? Was will ich eigentlich? Macht mich das glücklich? Ist es das Leben, was ich führen möchte? Mein vierter Tipp lautet, übernimm Verantwortung. Manche Menschen sehen einfach die Schuld immer bei anderen und sehen auch immer andere in der Pflicht. Ich würde ja gern, aber mein Partner lässt das nicht zu und deswegen geht das jetzt nicht. Natürlich leben wir in Gemeinschaften und in Beziehungen mit den Menschen um uns herum. Und da können andere tragen andere ihren Part da, unsere Partner, unsere Eltern, unsere Kinder, was auch immer. Aber du ganz genauso. Wir leben in Systemen und da hat jeder seine Rolle. Trägt also auch dazu bei, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist oder die Dynamik zwischenmenschlich so ist, wie sie ist. Ein Klassiker zum Beispiel in der Partnerschaft ist es oft so, dass der eine wahnsinnig viel übernimmt an der Verantwortung, ganz viel organisiert und sich immer um alles kümmert und alles regelt, weil der andere sozusagen ja, eher der verpeilte Typ ist und die Dinge nicht so gut auf die Kette kriegt.
Ganz typisch ist dann, dass der organisierte Part irgendwann sagt, ja, ich muss die Dinge ja machen, weil er oder sie kriegt es ja nicht hin, macht es ja nicht. Ist ja immer meine Aufgabe. Und das kann absolut so sein und stimmt wahrscheinlich so. Aber es ist halt dadurch gekommen, dass ihr beide diese verschiedenen Rollen ausgeübt habt. Also dadurch, dass du immer mehr übernommen hast, ist dein Partner oder deine Partnerin konnte sich halt auch immer mehr zurücknehmen und immer mehr in dieser Rolle des Verpeilteren, ja, das, darum muss ich mich nicht kümmern, einrichten. Und du hast gleichzeitig mehr und mehr übernommen. Hättest du weniger übernommen, wäre dein Partner, deine Partnerin mehr in der Pflicht gewesen. Also das meine ich mit, wir alle tragen dazu bei, dass die Situationen so sind, wie sie sind. Wir haben einen Anteil daran. Und diesen zu erkennen, ist ein ganz, ganz, ganz mächtiges Werkzeug. Weil es dich ja auch in jeder Situation befähigt zu gucken, was kann ich daran ändern. Mein fünfter Tipp lautet, unterstütze dich in allen Lebenslagen. Studien zeigen auch hier immer wieder, dass wer stark an sich zweifelt, der schneidet schlechter in Prüfungen, Klausuren, Bewerbungsgesprächen etc. ab. Und trotzdem machen das viele Menschen, dass sie sich vorher irgendwie auch noch schlecht reden, vielleicht in dem Glauben, dass es sie irgendwie motivieren würde. Aber das Gegenteil ist sozusagen der Fall. Also rede du dir gut zu. Und damit meine ich nicht irgendeine maßlose Selbstüberschätzung, das bringt auch wieder nichts oder geht auch wieder nach hinten los, sondern so ein fundiertes Aufbauen deines Selbstvertrauens, indem du dir deine Stärken vor Augen führst, indem du dir alle Herausforderungen vor Augen führst, die du schon in deinem Leben gemeistert hast. Und wenn du das machst, dann kannst du innerlich gestärkt in solche Situationen gehen und entsprechend auch besser abschneiden. Sechstens, hol dir Hilfe. Sich Hilfe zu holen ist eine Stärke. Warum? Weil dir Hilfe Kraft gibt, weil sie dir helfen kann, eben schneller und besser auch aus Situationen, aus schlechten Situationen, Krisen und Problemen herauszukommen. Wenn es stressig wird, wenn es dir schlecht geht, dann frage dich immer, an welche Person kann ich mich jetzt wenden? Wer kann mir gerade behilflich sein? Vielleicht mit einem Ratschlag, mit seiner Erfahrung, einfach nur mit seiner Begleitung durch diese Situation, mit der Anwesenheit, mit der Ablenkung, mit Gesprächen. Viel zu viele Menschen scheuen sich immer davor, sich Hilfe zu holen und sehen das irgendwie als Schwäche an oder haben halt diesen Glaubenssatz, sie müssen da alleine durchkommen. Aber die Hilfe abzulehnen oder eben nicht darauf zurückzugreifen, wo sie da ist, ist unsinnig und ist schädlich für dich und deinen Erfolg. Also greif auf die Unterstützung zurück, die du haben kannst und du wirst sehen, du kommst damit schneller voran. Siebtens, erkenne deine Handlungsmöglichkeiten. Viel Stress wird dadurch ausgelöst, dass wir uns ohnmächtig fühlen, hilflos, den Umständen oder anderen Menschen ausgeliefert. Aber das muss nicht sein, denn es gibt immer etwas, was wir tun können. Das ist nicht immer die großartigste Option. Manchmal sind alle Optionen mehr oder weniger schlecht. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, auf die wir Einfluss nehmen können. Manchmal ist es vielleicht sogar nur unsere Einstellung zu der Sache. Aber es gibt immer etwas, was wir tun können. Und wenn du diese Haltung verinnerlichst, dann fängst du automatisch an, nach diesen Lösungen zu suchen, nach diesen Wegen zu suchen, nach diesen Handlungsmöglichkeiten zu suchen. Ich würde fast sagen, das ist der wichtigste Tipp von allen. Denn wenn du diese Haltung verinnerlicht hast, dann können die anderen weiter jammern und klagen und sich einrichten und sich hilflos und ohnmächtig fühlen. Aber du wirst immer nach vorne gucken. Du wirst immer in Richtung, was sind meine Möglichkeiten, was kann ich hier aktiv gestalten, gucken und wirst dadurch schneller an dein Ziel kommen, besser an dein Ziel kommen und dich auch einfach besser fühlen, weil du nicht diese Ohnmachtsgefühle hast und dieses, ich bin ja nur ein kleiner Spielball im Spiel der Gezeiten. Ich habe neulich mit einer Freundin geredet, die sagte, sie möchte endlich mal wieder ein Instrument spielen und dann mit Blick auf ihre zwei Kinder aber sagte, ja, vielleicht so in 5, 6 Jahren. Da ist mir die Kinnlade runtergeklappt, denn ich habe auch ein Kind und ich verstehe sehr, sehr gut, wie herausfordernd das ist. Und ich würde auch total verstehen, wenn mir jemand sagt, ey, jetzt gerade geht's einfach gar nicht mit dem Schlafentzug oder was auch immer. Die nächsten Monate werde ich es wahrscheinlich nicht aufnehmen. Völlig in Ordnung. Aber 5, 6 Jahre auf etwas zu verzichten, das einem wichtig ist, das einem gut tut. Also ich würde vorher 100.000 Handlungsmöglichkeiten durchspielen und mich mit meinem Partner hinsetzen und besprechen, wie können wir das tun, damit ich das, was mir gut tut und was mir wichtig ist, auch in meinem Alltag unterbringen kann. Und genau das ist der springende Punkt. Wer grundsätzlich daran glaubt, dass es Wege gibt, der sucht eben auch nach ihnen und richtet sich nicht ein in diesen, ja, so ist es halt und da kann ich nichts machen und vielleicht irgendwann, wenn die äußeren Umstände besser werden, dann ist mir auch geholfen. Aber ich von mir aus unternehme da jetzt erstmal nichts.
Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du mehr Tipps in dieser Richtung möchtest oder einfach mal meine wichtigsten Tipps, Gesetze für ein glücklicheres Leben kennenlernen möchtest, meine Glücksgesetze, das PDF kannst du kostenlos dir runterladen. Ich verlinke es dir unten in der Infobox. Schau da gerne vorbei. Drück auch direkt auf das Abo, damit wir uns nächsten Sonntag hier wiedersehen. Und ich freue mich natürlich auch immer, in den Kommentaren von dir zu hören. Und vielleicht möchtest du mir ja mitteilen, wo du dich selbst erkannt hast oder welchen Tipp du für dich umsetzen möchtest oder welches Learning du mitgenommen hast. Ich grüße dich ganz herzlich, lass es dir gut gehen und wir sehen uns nächsten Sonntag hier wieder.